Ich grüße Sie ganz herzlich zum heutigen Impuls. Wie kann ich es noch erreichen, glücklicher in meinem Leben zu sein? Dafür wieder drei Stichworte. Das eine, ungesund leben. Immer mal wieder ungesundes Essen, zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol, oft zu wenig Schlaf, das drückt auf die Stimmung. Nicht nur das Kranksein und Rückenschmerzen keinen Spaß machen, sondern auch immer dieses latent schlechte Gewissen unserem Körper gegenüber. Deswegen immer mal wieder ganz bewusst sich gesund ernähren, öfter die Treppen nehmen statt den Aufzug, regelmäßig Energie tanken statt Wein. Und ganz bewusst regelmäßig. Ein zweites, hören Sie dem inneren Kritiker immer wieder bewusst zu. Ist das bei Ihnen manchmal auch so, dass Sie am sich selber herummäkeln, sich mit Ihrer Figur nicht zufrieden sind, mit Ihrem Alter oder einem kleinen Fauxpas? Lassen Sie das. Tauschen Sie diesen inneren Kritiker gegen, ich nenne es mal so, einen inneren Coach. Immer wieder mal bewusst spüren, aha, da ist er wieder, der innere Kritiker, der mich klein machen möchte. Und dann ganz bewusst sagen, wie könntest du mir helfen, mich motivieren, statt runterzumachen. Und noch ein drittes Stichwort, jammern. Hören Sie auf zu jammern. Das bringt uns nicht weiter und andere müssen sich das anhören und sind darüber auch nicht glücklich. Investieren Sie lieber Ihre Energie in die Frage, wie kann ich etwas ändern, was mich stört? Und dann packen Sie es an. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.